Ja, meine Damen und Herren, lieber Martin, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf heute Morgen. Also mein Thema hieß, die Frage war, sind die Rechner schlauer als wir? Ich glaube, dass diese Frage eigentlich wenig sinnvoll ist. Weil ich glaube, das, was wir unter schlau verstehen und was man als smart oder intelligent bezeichnet bei Rechnern, was völlig anders ist. Also ich leite ein großes medizinisches Labor. Und unser Labor ist Teil einer großen Gruppe mit 30 Standorten in Deutschland. Ungefähr ein 40 alle Labormediziner in Deutschland arbeiten in unserer Gruppe. Wir sind Marktführer, wir sind auch in Europa, werden wir wahrscheinlich Marktführer sein. Und wir beschäftigen uns jeden Tag von morgens bis abends mit der Digitalisierung. Und wir haben im Unternehmen 4 strategische Ziele und einer dieser Ziele ist digital die Besten werden. Das heißt, ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz in der praktischen Anwendung jeden Tag. Wir wollen Systeme entwickeln, die uns helfen, Labortests besser anzufordern, diese Labortestergebnisse besser zu interpretieren, die Patientenversorgung dadurch zu verbessern. Aber das ist alles algorithmusbasiert und hat nichts mit dem, was wir unter menschlicher Intelligenz verstehen, zu tun. Ich bin ein großer Verfechter der künstlichen Intelligenz, nur die eine Hälfte des Begriffs stimmt. Es ist künstlich, aber es ist die andere Seite nicht. Nur das vorneweg. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland, was künstliche Intelligenz angeht, deutlich hinterherhinken, hinter der Kurve. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Und bin ein großer Verfechter der künstlichen Intelligenz, aber nicht so, wie das oft verstanden wird. Und ich will heute ein bisschen ausschweifen, weil ich glaube, wenn wir das betrachten, es gibt die technische Seite und dann gibt es, ich nenne das schon, die ideologische Seite. Und diese ideologische Seite wird sehr stark forciert und es geht darum zu verstehen, warum und was die Bedeutung ist. Und ich will anfangen, es geht im Prinzip darum, dass der Mensch immer die Versuchung hat, über die Grenzen der eigenen Leiblichkeit hinauszukommen. Der Mensch möchte sein wie ein Gott, ein Stück weit. Und all diese Sachen haben mit diesem Grundimpuls zu tun. Was Sie hier sehen, rechts oder links auf dem Bild hier, ist der Löwenmensch von Hohlenstein-Stadel. Das ist ein Höhlenfund aus Süddeutschland. Und das ist eine der ältesten Artefakte, was es gibt. Es kommt aus der Altsteinzeit, ist ungefähr 30.000 Jahre alt. Das ist in der Zeit, also wenn man sagt, wie lange gibt es Homo sapiens, da streiten sich die Gelehrten, längstens eine Viertelmillion Jahre, 250 Millionen Jahre, also ein Viertelmilliarden. Vielleicht aber, so wie wir Menschen verstehen, vielleicht nur 60.000 Jahre. Also 250.000 bis 50.000 Jahre und dieser Artefakt ist ungefähr 30.000 Jahre alt, also geht sehr weit zurück. Und was wir sehen, ist es ein Mensch mit dem Kopf eines Löwen. Und das gibt es natürlich, das ist der Chimäre von Arezzo als ein etruskisches Kunstwerk oder hier Theseus an der Minotaurus aus der griechischen Mythologie. Also wir sehen, dass dieser Gedanke, wir könnten unsere Grenzen überwinden, ein sehr alter Gedanke ist. Und ich will jetzt springen. Das, was man in der Mythologie, also Mischung zwischen Mensch und Tier, immer postuliert hat, das gibt es jetzt. Okay? Und das ist jetzt ein Bericht aus einer Zeitung in England, inzwischen 10 Jahre alt. Und da sind die ersten Hybrid-Embryonen kreiert in England, in Newcastle. Und da hat eine Forschergruppe Mischembryonen gemacht und das macht man folgendermaßen. Man nimmt ein menschliches Embryo. Man muss sich fragen, wie kommt man an ein menschliches Embryo ran? Also man hat ein menschliches Embryo und dann ein tierisches Embryo. Ich glaube, in diesem Fall waren das Rindembryonen.
Und dann kann man die Embryonen in einem frühen Stadium, wo sie aus wenigen Zellen bestehen, auseinander dividieren, zum Beispiel mit Ultraschall, und dann wieder zusammen. Also man hat einen Ball an Zellen, muss man sich so vorstellen. Und dann kann man einen neuen Zellball machen, das ist ein Mischembryo. Also eine Mischung aus Mensch und Rind. Und als das gemacht wurde, gab es einen Aufschrei. Und das wurde dann im britischen Parlament debattiert. Und das Ergebnis war nicht, diese Menschen zu verurteilen, die das gemacht haben, sondern diese Forschung zu legalisieren. So, das ist jetzt legal und das wird jetzt an verschiedenen Stellen gemacht. Und ich will nur das ganz kurz, das war zum Beispiel 2007, hat man das geplant mit den Rind-Mensch-Mischembryonen in Newcastle in England. Dann ist es von dem Parlament 2008, ein Jahr später, sind diese Versuche genehmigt worden. Im Jahr darauf hat das Parlament in England, das Unterhaus, diese Versuche genehmigt. Wenn man guckt, es gibt drei Länder in der Welt, wo solche Versuche am meisten forciert werden. Das ist England, Israel teilweise und China. Und dann 2010 gab es eine Gruppe Nagauchi aus Japan und seine Kollegen, und die haben versucht, Mischembryonen aus Ratten und Maus zu machen und wollten künstliche, also in der Maus einen Rattenpankreas, also Bauchspeicheldrüse, züchten. Also man hat das folgendermaßen so gemacht: wir fangen alle als eine befruchtete Zelle, die befruchtete Eizelle, die teilt sich dann 2, 4, 8 und so weiter. Und man muss sich fragen, woher wissen wir, also eine Zelle nimmt einen Weg, einen verschlängelten Weg, so wie von hier von Münster geht man verschiedene Wege und endet dann irgendwann als eine bestimmte somatische Zelle, also eine Augenzelle, Gehirnzelle, Leberzelle. Okay? Alle Zellen haben natürlich die exakte, dieselbe Blaupause drin in Form der DNA, aber da gibt es bestimmte sozusagen Signale, molekulare Signale, das sind so wie Wegweiser auf der Autobahn, und die sagt, geh dahin, und am Ende kommt eine Leberzelle raus. Und man kennt teilweise, man nennt die Schalter, diese molekularen Schalter, Switches, und wenn man die entsprechend manipuliert, kann man zum Beispiel eine Maus dazu bringen, dass die Maus keine Bauchspeicheldrüse entwickelt. Okay? Dann nehme ich in diese Maus Rattenzellen, pluripotente Rattenzellen in das Embryo, und die entwickeln sich zu einer Bauchspeicheldrüse, weil die fehlt ja. Also die nimmt den Weg, die normalerweise die Mauszelle genommen hätte, nehmen in diesem Falle die Rattenzellen und bauen dann, da entwickelt dann in der Maus eine Rattenbauchspeicheldrüse. Der Grund für diese Versuche war, man wollte, also eine häufige Erkrankung ist Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit, und das eine Form davon resultiert aus einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Und wenn man sagt, okay, kann ich eine Bauchspeicheldrüse züchten, kann ich diese Rattenbauchspeicheldrüse, kann ich das benutzen für Transplantationszwecke. Und man fing mit Maus und Ratte an. So, das war Nagauchi. Das funktionierte erstmal nicht in 2010, aber 2017 ist es ihm gelungen. Und 2017 dann ist es ihm gelungen, tatsächlich auf diese Art und Weise Diabetes mellitus bei Mäusen zu heilen. Okay? Jetzt die neuesten 2016, darauf will ich jetzt abzielen. Ein Kollege, ein Spanier, Belmonte, der in La Jolla in Kalifornien forscht. Und diese Forschung ist übrigens von der Europäischen Union, von der chinesischen Regierung finanziert worden, weil es die NIH, die National Institutes of Health in den Vereinigten Staaten, das ist so wie die deutsche Forschungsgemeinschaft in Amerika, die darf verbrauchende Embryonenforschung nicht finanzieren. Aber das hat er gemacht, und was er gemacht hat, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild aus einer Veröffentlichung von der Belmonte-Gruppe, und das ist ein Mischembryo Maus-Ratte. Okay? Und das ist so gemacht, dass die Mauszellen, glaube ich, sind rot gefärbt und die Rattenzellen sind schwarz gefärbt.
Und was Sie hier sehen, ist das marmorisiert, das ist wie Marmor. Das heißt, dass diese Mischung geht durch und durch. Okay? Und Belmonte, das ist das Tier, da hat diese Tiere dann, die sind auch geboren, da sind die 12 Monate und 24 Monate alt. Also das ist ein neues Wesen. Das gab es vorher nicht in der Natur. Das ist ein neues Wesen. Und hier ist dann, wenn wir hier, das ist der Juan Carlos Belmonte. Er hat hier auf seiner Hand, ich finde diese Geste, muss ich sagen, schon bedenklich. Da hält die Hand hoch. Und auf seiner Hand, was hat er aufgemalt? Das ist ein Blastozyst. Das ist ein Embryo im frühesten Stadium. So. Und er hat, man sieht hier, das ist auch aus dieser Cell-Veröffentlichung. Die Zeitung Cell, die Zeitschrift Cell, ist die führende wissenschaftliche Zeitschrift, eine exzellente Zeitschrift, die führende Zeitschrift für diese, man nennt das Zellbiologie weltweit. Also wer in Cell publiziert, hat Karriere, seine Karriere sicher. Ja? Also das ist eine, aus wissenschaftlicher Sicht eine sehr gute, technisch gut gemachte Arbeit. Und Sie sehen hier, die haben hier Ratte und Maus. Und da sehen wir diese Chimäre. Dann hat er gemacht Ratte und Schwein. Okay? Das hat nicht funktioniert. Dann hat er gemacht Mensch und Schwein. Und Chimären, also Mischwesen gebildet zwischen Mensch und Schwein. Die gibt es schon. Die sind nicht ausgetragen worden, aber die existiert schon. Die Frage ist natürlich, man sagt, man möchte eine Leber züchten zum Beispiel. Also man möchte in einem Schwein eine menschliche Leber züchten, damit dann man ein Organ hat für die Lebertransplantation. Weil das Problem in der Transplantationsmedizin sind ja nicht die gepaarten Organe. Das ist immer ein Problem, aber man hat ja zwei Nieren. Das heißt, man kann eine Niere spenden. Man kann sogar eine Teilleberresektion machen, Teilleber spenden. Aber Herz zum Beispiel kann man nicht spenden. Pankreas kann man nicht spenden. Lungen geht sehr schwer. Das heißt, es geht darum, solche Organe zu züchten. Nur das Problem ist, man schafft dann solche Mischwesen, die weder dem einen noch der anderen Gruppe zuzuordnen sind. Und als diese Versuche publiziert worden sind, gab es einen massiven Protest. Woher kam der Protest? Da kam von der Tierschutzbewegung, dass man so nicht mit Schweinen umgehen kann. Ja. Das war wirklich so. Und das Problem ist, also das ist schon so, es ist hier nicht so, also manches läuft im Moment in Deutschland nicht, aber es gibt schlaue Leute und die beobachten das sehr genau. Und so hat der Deutsche Ethikrat bereits 2011, also ich habe Ihnen gezeigt, 2000, man muss immer die Zeit, 2008 Newcastle, England geht's los. Bereits 2011 lag ein Bericht der Ethikkommission vor. Ein solcher Bericht braucht 2 Jahre. Das heißt, sofort haben sie sich draufgesetzt und die haben das ist dann publiziert 2011. Und ich finde dieser Bericht sehr interessant und auch sehr gut gemacht. Und man hat dann sich sozusagen philosophisch, ethisch mit den Unterschieden, also damit auseinandergesetzt, was macht der Mensch den Menschen aus, was macht ein Tier aus und was sind die Unterschiede, wie kann man die differenzieren. Und die haben dann verschiedene Kriterien ausgearbeitet. Die haben zum Beispiel, hier haben wir links Mensch, rechts Tier. Also links zum Beispiel Einhaltung moralischer, über die Sprache vermittelte Handlungsnormen wird erwartet. Also Nietzsche hat gesagt, der Mensch ist das nicht festgestellte Wesen. Also das ist so wie ein Rad, wo eine Lücke drin ist. Ja? Während das Tier handelt, das Rad ist komplett. Das Tier handelt vollständig aus sich heraus. Das ist zum Beispiel, erwartetes Handeln wird durchgesetzt. Menschen sind keine Götter, außer im Einzelfall, während Tiere Götter sein können. In der Mythologie sind oft Götter. In der Tradition hat der Mensch eine Sonderstellung über dem Tier. Das Tier hat das nicht. Der Mensch hat Sprachfähigkeit. Der Mensch hat Kulturfähigkeit. Sprachfähigkeit bei Tieren gibt es, wenn überhaupt, nur in Ansätzen.
die Kulturfähigkeit von Tieren, da will ich gleich drauf kommen. Dann haben sie das weiter Selbstbewusstsein. Der Mensch ist sich selbstbewusst. Ob das Tier sich ein Selbst, das Tier wird ein Selbstbewusstsein haben, aber wie es ist, wissen wir nicht. Und wir können zum Beispiel, es gibt gut einen Wal, einen Delfin, einen Elefanten, es fehlen aber extrakte Worte, es fehlen die Abwesendes repräsentieren können. Wir können im Kopf ein Bild machen von Sachen, die nicht hier sind und können das auch sprachlich vermitteln, sodass ein anderer sich ein sehr gutes Bild davon machen kann, ob von einer Sache, die er vielleicht nie gesehen hat. Das können Tiere nicht. Oder dann als letztes die Moralfähigkeit. Und da ist eine, man hat gesagt, dass Moralverhalten bei Tieren sehr schwer festzustellen ist. Aber das geht auf diesen ersten Punkt zurück, dass das Tier, also ein Wolf zum Beispiel, kann nicht grausam sein. Wenn ein Wolf ein Rind attackiert, ist der Wolf nicht grausam. Der handelt nach seinem Wolfsein. Nur der Mensch kann grausam sein. Nur wir können grausam sein. Weil wir sind in die Lage uns, wir sind in der Lage, dass wir uns in die Lage unseres Opfers versetzen können. Und wir wissen, ich weiß ganz genau, was sie triezt. Und dann mache ich das. Und das kann ein Tier nicht, das macht ein Tier auch nicht. Also das sind die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Und die haben gesagt, okay, was ist die Sonderstellung? Die haben gesagt, die Erzeugung von Mensch-Tier-Wesen, die in weit erheblicherem Umfang als existierende Tiere eine Annäherung an die typisch menschlichen Befähigungen zeigen, würden diese kulturell verankerte, gattungsbezogene Basis unseres Verständnisses von Menschenwürde in Frage stellen. Okay? Und die haben gesagt, dass die haben das, den Begriff ausgearbeitet, dass es sowas gibt wie Gattungswürde. Also ich rede immer zum Beispiel nicht von Lebensschutz, sondern von Lebensrecht. Ich sehe das Lebensrecht als das Prinzip. Es ist, für mich haben wir hier mit Menschenrechten zu tun. Und das erste und bedingende Menschenrecht ist das Recht auf Leben selber. Und der Ethikrat, das ist ein ganz interessanter Punkt, die haben gesagt, der Mensch hat nicht nur Würde in also als einzelner Mensch, sondern die menschliche Spezies an sich hat Würde. Und der Ethikrat nennt dies Gattungswürde, finde ich ein ganz interessanter und wertvoller Begriff, und sagt, dass die Bildung von Mischwesen diese Gattungswürde verletzen könnte. So, ich will Ihnen einfach ein bisschen zeigen, diese Forschung, all diese Sachen, sind sehr ideologisch geprägt. Man denkt, Forscher, die Wissenschaft, dies ist es objektiv, müsste eigentlich so sein, die sind nicht von Interessen geleitet. Das vielleicht, mag vielleicht in der Mathematik der Fall sein, also vielleicht in der Physik, in der Chemie, aber je mehr man Richtung Biowissenschaften kommt und dann weiter Richtung Sozialwissenschaften, desto mehr spielt die Einstellung des Forschers eine Rolle. Ich will Ihnen nur einen Fall darstellen, das ist Mark Hauser. Der ist an der Harvard-Universität gewesen, der hat viele Bücher veröffentlicht, teilweise populärwissenschaftliche Bücher, daran ist nichts Schlechtes gemacht. Aber er hat sich mit Primaten auseinandergesetzt. Und er hat sich mit dieser Frage beschäftigt, ist nun der Mensch grundsätzlich was anderes als ein Tier? Oder ist es so, dass die höheren Affen auch sowas haben wie moralische Fähigkeit, Selbstbewusstsein, Sprachfähigkeit? Okay? Und der ist hofiert worden ohne Ende. Dann kam heraus, das ist veröffentlicht 2011, da hat dieses Buch geschrieben, zum Beispiel Moral Minds, moralische, weiß nicht, Mind ist sehr schwer ins Deutsch, Geister oder Verstand oder so. So Moral Minds, The Nature of Right and Wrong. Also hier haben wir einen Biologen und der unterrichtet uns über das, was richtig und falsch ist. Da muss einem schon irgendwie komisch vorkommen. So, was kam heraus? Da ist sieht man, da füttert er seine Affen und ist total so wie so ein Hemd und so, ja, alles cool. Und kam heraus, war alles gefälscht.
Da gab es einen Whistleblower in seinem Labor. Meistens ist das so, ein Doktorand, der Rückgrat hat. Das ist sehr schwer, übrigens, das zu machen. Aber da hat es tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war, auf jeden Fall kam alles heraus, komplett gefälscht. Ja, das war eine Art Relotius der Wissenschaft, wenn man so will. Ich habe Ihnen erzählt, wie die Ethikkommission sich so sehr, will ich mal sagen, sehr nüchtern zurückhaltend diese Sache bewertet hat mit den Mischsachen. Ich will Ihnen jetzt zeigen, dass es der von mir sehr verehrten Robert Spemann, der leider vor wenigen Jahren verstorben ist, der hat sich auch dazu geäußert. Und das ist ein Interview, hat er gegeben, das war, ist in der Tagespost, glaube ich, erschienen, ist auch auf Cutnet, also aus dem Internet verbreitet worden. Und was hat Robert Spemann dazu gesagt? 2010, also Sie müssen immer denken, 2008, 2010. Also der Spemann war natürlich auch am Ball, ja. Und er sagte, die haben die Frage gestellt, würde das Naturrecht nicht dort sein Ende finden, wo es vielleicht in absehbarer Zeit mit Mischwesen, also die Frage war Naturrecht. Naturrecht ist vergessen. Aber es ist die Grundlage unseres Rechtssystems. Es ist die Grundlage der gesamten westlichen Kultur, wenn man so will. Aber es ist in Vergessenheit geraten. Man hat ihn dazu gefragt und man hat gesagt, wird das Naturrecht nicht dort sein Ende finden, wo wir es vielleicht in absehbarer Zeit mit Mischwesen aus Menschen und Tieren zu tun haben, wie es ja in England zum Beispiel theoretisch, das war ja nicht mehr theoretisch, schon erlaubt ist. Und da sagt der Spemann, das ist ein solches Verbrechen, dass ich jedes Attentat auf die Menschen billigen würde, die das machen. Denn sie legen Hand an die Wurzeln unseres Menschseins. So, und uns fehlt natürlich jetzt diese Stimme. Also man kann Ethikrat und so weiter, das hat Spemann gesagt. Okay, also das ist die eine Sache. Und wir reden, das geht um künstliche Intelligenz und Sie mögen vielleicht fragen, was hat das mit Chimären zu tun? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es mit dieser Überhöhung des Menschen zu tun hat. Und ich will jetzt in die andere Richtung gehen, die näher an der künstlichen Intelligenz ist. Und das ist dieser Begriff des Transhumanismus. Wer hat das gehört? Wer hat von Transhumanismus gehört? Sie? Gut. Also viele haben nichts davon gehört, das sieht man hier. Also wir haben jetzt die Vermengung Mensch und Tier. Okay, das ist die eine Richtung. Die nächste ist die Vermengung Mensch und Maschine. Und das ist natürlich eine Idee, eine Trope, wenn man so will, die in der Popularwissenschaft natürlich, ich bin selber Science-Fiction-Fan, muss ich zugeben. Und hier sind verschiedene Science-Fiction-Figuren, zum Beispiel oben links, das ist so ein Borg aus der Enterprise-Serie, so eine Mischung aus Mensch und Maschine, oder rechts Robocop, ist überhaupt nicht so gut gemacht. Das ist ein ganz interessantes Bild hier. Das ist keine Zeichnung, das ist ein Foto. Und das ist ein Mensch, der sich so hat tätowieren lassen. Und es gibt einen ganzen Bereich, das heißt, die heißen Biomech-Tätowierungen. Das ist eine bestimmte Sparte in der Tätowierungsbranche. Das heißt, dass diese, da hat sich sein Arm so tätowiert, als ob es von Robocop wäre. Das heißt, diese Idee, dass wir uns mit Maschinen, das fasziniert die Menschen schon sehr. Wo kommt das her? Es ist ganz wichtig. Das geht ganz zurück zu Galton. Also Darwin, Galton. Okay? Das ist die Linie. Also das ist letztlich die eugenische Linie zurück. Okay? Angefangen hat es, wenn man so will, in den 30er Jahren in England. Und einer der Hauptprotagonisten oder der Hauptvordenker war Julian Huxley. Julian Huxley hat ein Buch geschrieben 1957, das hieß New Bottles for New Wine. Und da hat er den Begriff zum ersten Mal kreiert. Bekannter ist sein Halbbruder Aldous Huxley, der Schöne neue Welt geschrieben hat 1932. Und es ist so, dass viele der Ideen, die Aldous verwendet hat, kommen von Julian. Und je mehr ich darüber nachdenke, Schöne neue Welt ist nicht ein Man at Ekel.
nicht eine Warnung, sondern eine Blaupause. So eine Blaupause aus meiner Sicht. Und wenn man fragt, wir gehen jetzt in die Ist-Zeit, wer sind die Vertreter des Transhumanismus? Ich will Ihnen nur ein paar Namen nennen, die müssen sich das nicht merken, aber nur, dass Sie begreifen, dass diese Leute, die sind keine Nobodies. Die sind die führenden Leute in der Welt auf verschiedenen Feldern. Computerwissenschaft, Robotik. Es gibt ja 4 Kerntechnologien, die damit zu tun haben. Die Nanotechnologie, die Genetik, die Robotik und die künstliche Intelligenz. Das sind die 4 Technologien. Zum Beispiel oben links ist der künstliche Intelligenz-Experte Rodney Books, geboren 1954, hat an der Massachusetts Institute of Technology gearbeitet, MIT. Also ich weiß nicht, wer hier Frankreich kennt, es gibt in Frankreich die Universitäten und dann gibt es die Grande École, die École Normale Supérieure, die sind über die Universitäten. Hier ist so zum Beispiel Max Planck, die Max Planck Institute sind über die Universitäten und so in Amerika ist das Massachusetts Institute of Technology über die Universitäten. Also das ist die absolute Schmiede und da war er Professor. Oder hier zum Beispiel von der Nanotechnologie. Nanotechnologie, Nano heißt 10 hoch minus 9, das sind sehr kleine Sachen. Und das sind Strukturen auf molekularen Ebene, wenn man so will. Und das hat mit neuen Materialien und so weiter zu tun, eine ganz wichtige Technologie. Eine ist Eric Drexler zum Beispiel. Alle im Prinzip ein bisschen älter als ich, also meine Abonnent von meinem Jahrgang, MIT. Oder Hans Moravec, der kommt aus Österreich ursprünglich, Carnegie Mellon University. Und wenn man guckt, Robot zum Beispiel, hat er geschrieben, das ist ein muss man sagen, seminal work, also eine der Gründungstexte in diesem Bereich. Habe ich gelesen, ist auch gut geschrieben. Und wenn man das sieht, Mere Machine to Transcendent Mind, also bloße Maschine zu transzendenten Bewusstsein, wenn man so will. Und man merkt hier, was merken Sie? Hier treten religiöse Begriffe auf. Also wir hatten vorher den Biologen, der uns die Moral lehren wollte. Und jetzt haben wir den Roboter-Experte, der uns jetzt über die Transzendenz was erzählen will. Dann geht es weiter, zum Beispiel hier Gregory Stock, UCLA, Redesigning Humans. Also, ich wusste nicht, dass wer designt die Humans? Wer hat uns designt? Wir haben uns selber nicht designt. Wollen wir uns neu designen? Wer soll das machen? So. Oder hier zum Beispiel Bioethiker James Hughes. Wenn man Ethik, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wenn ich Demokratie höre, greife ich nach meiner Pistole oder so, gibt es, glaube ich, dieser Spruch. Also wenn ich das Wort Ethik höre, greife ich nach meiner Pistole. Weil Ethik und Moral haben nur bedingt miteinander zu tun. Also mein Freund Axel Bauer in Heidelberg, der hat gesagt, Ethik ist zu Moral wie der Entomologe zum Insekt. Also Ethik, man kann aus Ethik keine Moral generieren. Es sprießen überall die Ethikkommissionen aus dem Boden. Aber Ethik ist nur eine Technik. Wenn wir nicht vorher wir machen bestimmte Handlungen und können dann mit der Ethik untersuchen, ob sie mit moralischen Vorstellungen konform gehen oder nicht. Zum Beispiel Untersuchungen an Kindern. Aber die moralischen Vorstellungen, die müssen vorher schon da sein. Aber was unsere Gesellschaft und unsere Regierung sehr gerne macht, ist wie ein Taschenspielertrick. Die machen die Ethik ohne die Moral. Und Ethik ohne Moral ist völlig unverankert. Aber die Politiker sagen meistens ethisch-moralisch. Dann haben wir alles im Sack, ja. So, aber das ist zum Beispiel eine. Und ich will Ihnen auch ein Konzept, was ganz wichtig ist, beibringen oder erzählen. Das ist die Gesundheit. Gesundheit ist eine Religion geworden. Und früher war das so, dass wir haben in der Mitte Gesundheit. Und dann ich habe diesen Vortrag gehalten in Wien,
Das ist von Egon Schiele. Ich habe gehofft, die Wiener freuen sich. Keiner hat das Bild erkannt, aber gut. Tod, dann Invalidität, Krankheit. Okay? Und wenn diese Zustände abwesend sind, dann haben wir den Menschen als gesund bezeichnet. Weil der lebte, der war nicht behindert und auch nicht krank, dann war er gesund. Heute, ich schätze es vielleicht seit 20 Jahren, 25 Jahren, ist das nicht mehr so. Sondern heute geht Gesundheit weiter in die andere Richtung. Also dann haben wir erstmal Optimierung. Hier sehen wir den Jogger. Und dann haben wir, das nächste ist Verbesserung. Und das ist ein Bild von der transhumanistischen Organisation. Und wenn Sie hier sehen, ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen von der Evolution, also Affe, Sie sehen hier Schimpanse, dann Homo erectus, Homo sapiens. Kennen Sie das Bild? Und das haben Sie angewendet und jetzt sehen Sie hier der Mensch, das sind wir. Also zunächst mal fangen wir an mit dem Handheld, Handy. Okay, die nächste Stufe. Wer hat heute ein Smartphone? Wer hat kein Smartphone? So, okay. Das nächste ist dann tragbar, Apple Watch. Wer hat ein Apple Watch? Gut, hier vielleicht ist der Kreis nicht repräsentativ. Sie haben einen, oder? Nein, Sie auch nicht, okay. Gut, also das ist das nächste. Also erstmal tragbar, also erstmal haben wir das in der Hand. Dann tragen wir es am Körper, haben es immer bei uns. Die nächste Stufe ist, wir implantieren das. Okay? Und dann, Sie sehen hier zum Beispiel, der hat hier den Arm, wenn Sie sehen, und da geht es nach oben, das ist sozusagen eine Prothese in diesem Fall, was direkt mit dem Gehirn verlinkt ist. Und das nächste ist die komplette Verschmelzung. Okay? Und das ist die Enhancement. Und dann natürlich das finale Ziel ist die Unsterblichkeit. Und Sie denken, der Kullen, der spinnt jetzt vollkommen. Aber hier ist zum Beispiel die Zeitung Wired. Wired ist für die Leute, ich bin so ein Geek vom Hause aus, ein Geek-Typ, muss ich zugeben. Aber Wired ist die Computerzeitschrift, okay? Das ist, wo die coolen Sachen drin sind. Und dann ist ein Deckblatt von Wired. Darauf sehen Sie Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ist der treibende Mann. Ray Kurzweil, müssen Sie wissen, ist der Technologiechef von Alphabet. Alphabet ist der Mutterkonzern von Google. Okay? Also ist der Technologiechef von Google. Und der war jahrelang wissenschaftlicher Berater von Barack Obama und ist auch Dudesfreund von Barack Obama. Also dieser Mann ist nicht nobody, verstehen Sie? Und er hat dann in diesem Interview gesehen, das versucht hier ein bisschen so wie ein Künstler wie Andy Warhol, glaube ich, mit den dunklen Brille und so versucht er auszusehen, schwarz-weiß, alles cool. Und da steht live forever, aber nicht mit Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen. Sehen Sie das? So, also das ist das Ziel, die Unsterblichkeit. Und das ist der Transhumanismus, das ist ein Philosoph an Oxford, der hat dann eine Organisation gegründet, die Transhumanistische Gesellschaft, das heißt jetzt Humanity Plus, haben die es jetzt genannt, seit 2014. Das ist das Symbol, H+, Humanity Plus. Der hat ein Buch geschrieben, Superintelligence, also Superintelligence, ja, und Szenarien einer kommenden Revolution, 2016. Also wir haben hier also erstens nicht mit Nobodies zu tun und die sitzen überall an den Schaltstellen unserer Kultur. Muss man einfach wissen. Und hier ist zum Beispiel von der Webseite, was machen die? Mitigating disease, preserving life. Also wir wollen Erkrankungen lindern und Leben schützen. Also wer könnte dagegen sein? Ja? Und Sie sehen hier ein Computernetzwerk, was in der Form eines menschlichen Gehirns ist. Okay, was ist der Transhumanismus? Wikipedia ist inzwischen auch schwierig manchmal, aber das ist die Definition, eine von vielen, aber kommt aus Wikipedia zufällig, ist aber gar nicht so schlecht. Und das ist auch, was ist Transhumanismus? Ja?
Und die sagen, Transhumanist Thinkers, die untersuchen die Vorteile, die möglichen Vorteile und die Gefahren von neuen Technologien, die in der Lage sind, grundsätzliche menschliche Beschränkungen zu überwinden. Und die untersuchen auch die ethische, wir haben über Ethik schon gesprochen, was unter Ethik ist. Ja? Ethik ist, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich die Studie durch? Ja? Also die ethische Begrenzungen, und das ist dann immer natürlich die Überwindung der ethischen Begrenzungen, solche Technologien. Und dann steht dann darunter, die häufigste transhumanistische These ist, dass Menschen, also die Menschen, irgendwann in der Lage sein werden, sich in Wesen zu verwandeln, die Fähigkeiten haben, die so erweitert sind, dass man sie als neue Wesen, als posthumane Wesen bezeichnen müssen. Okay? Ein ganz wichtiges Konzept ist die Singularität. Singularität ist folgende Idee. Es gibt die Summe der menschlichen Intelligenz. So, da die Menschen im Wesentlichen, ich habe es zumindest nicht beobachtet, intelligenter werden im Schnitt, ist es so, dass die Summe der Intelligenz hat mit der Anzahl der Menschen zu tun. Okay? Also ein Mensch im Schnitt hat eine Intelligenzeinheit, zwei und so weiter. Also die Anzahl, die Summe der Intelligenz, der menschlichen Intelligenz, Human Intellect, nimmt zu, das ist diese grüne Kurve, mit der Zunahme der Menschenzahl. Bessere Ernährung vielleicht ein bisschen. So. Und dann gibt es die Maschinenintelligenz. Wobei das, was wir unter Intelligenz verstehen, smart, ist nicht intelligent. Es kann das vielleicht simulieren an der Oberfläche, aber es ist grundsätzlich was anderes. Und die fing an 1950, also im Zweiten Weltkrieg, da hat es gestartet mit der Computerwissenschaft. Und die nimmt dann exponentiell zu. Und dieser Punkt hier, dieser Kreuzung, wo die Summe der Maschinenintelligenz die Summe der menschlichen Intelligenz überschreitet, dieser Punkt nennt man die Singularität. Es ist auch ein religiöser Begriff, die Singularität. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es die normalen Menschen, aber auch die transhumane Menschen oder die transhumane Wesen. Also was sind die Ziele des Transhumanismus, wenn man jetzt zum Beispiel auf ihre eigene Webseite, ihre Dokumente sich liest, was sind ihre Ziele? Die kann man unterteilen in kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Okay? Die kurzfristigen Ziele, wir reden jetzt nur über die kurzfristigen Ziele. Das ist die Verlängerung der Lebenserwartung, die Erhöhung der Intelligenz und die Überwindung der physischen und psychischen Grenzen, auch die psychischen Grenzen, ja, sollen überwunden werden. Das sind nur die kurzfristigen Ziele. So, dann kommen die mittelfristigen Ziele. Die mittelfristig ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine zunächst auf der physikalischen Ebene. Das sind die Implantate. Auch zum Beispiel, man kann zum Beispiel die Gehirnaktivität durch starke Magnetspulen, die am Kopf sind, beeinflussen. Man kann bestimmte mentale Zustände erzeugen. Ich habe es gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es gehört, dass die israelische Armee zum Beispiel einen Helm hat für Scharfschützen, wo, wenn das aktiviert ist, kommt ein bestimmtes ruhiges Geisteszustand und die Trefferquote der Scharfschützen dann erhöht sich enorm. Weil das stimmt, ne? Weil der Scharfschütze, der ist ja in einer enormen Stresssituation und dort zu zielen, über 1,5 Kilometer, ist nicht einfach. Und dann hat man, vor allen Dingen geht es darum, wie viele Ziele schaffe ich? Also das gibt es schon, das wäre dann die Verschmelzung auf der physikalischen Ebene und die langfristigen, und das sind die eigentlichen Ziele der transhumanistischen Bewegung. Was sind die? Das ist die Verschmelzung des menschlichen Bewusstseins, also Consciousness auf Englisch, mit der Maschine nach der Erreichung der Singularität. Und diese neue Wesen nennen sie dann Extropianer. Und dann, wenn man das dann erreicht hat, dann will man die Bewusstsein, alle Menschen verschmelzen zu einem Art
Nestbewusstsein, Hive Mind, und dann natürlich die Erreichung der Unsterblichkeit, weil dann hat man das Bewusstsein losgelöst von einem körperlichen Träger. Okay? Das sind die Ideen, die dahinter stecken. Ich hatte das gesagt, GRIN, also wenn Sie jetzt also Policy Documents lesen, zum Beispiel der Militärs, die reden über GRIN Technology, GRIN. GRIN ist nicht lächeln, sondern es sind vier Technologien, Gentechnik, Robotik, Informationstechnologie, insbesondere dort die künstliche Intelligenz und die Nanotechnologie. Und das sind in der Tat die Schlüsseltechnologien der Zukunft. Ja. Und es ist natürlich längst ein Teil der populären Kultur. Und es ist auch nicht schlecht, solche Filme, wenn sie richtig verwendet werden, dann müssen solche Ideen. Aber das ist natürlich, wir werden hier angefixt, auch mit diesen Sachen. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Da sehen wir in der Mitte Ray Kurzweil. Also es gibt Leute, die sagen Sachen, wo normalerweise die normale Menschenreaktion müsste sein, direkt hier den Arzt anrufen. So, zum Beispiel Aubrey de Grey, der ist an der Oxford-Universität, der sagt, wir können mit Vitaminen und mit verschiedenen Applikationen praktisch die Lebenserwartung verdoppeln. Da gibt es nicht keinen Anhalt für. Der reißende Absatz tritt überall im Radio und Fernsehen. Da Kurzweil, habe ich mir sagen lassen, nimmt 20, 30, 40 Tabletten am Tag. Der möchte lang genug leben, dass das ihm auch jetzt angedeihen kann. Und da Yuval Harari, dieser Mann rechts da ist Yuval Harari, der hat das Buch geschrieben Homo Deus. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren rausgekommen. Yuval Harari war vor zwei Jahren in Deutschland, hat vom Ethikrat gesprochen, war mit Frau Merkel im Bundeskanzleramt, ist überall in den höchsten Kreisen herumgereicht worden. Das ist nicht in den Medien so durchgedrungen, aber das ist natürlich das Ideen- und Taktgeber, auch für unsere Regierenden. Ja? Und hier sehen Sie zum Beispiel, das ist ganz interessant. Ending Aging, sagt Aubrey de Grey. Wir brauchen nicht mehr alt werden. Ein kleiner Lebenstipp. Es gibt zwei, man nennt die Tells, zwei verräterischen Sachen hier in diesem Buchtitel. Erstens ist es so, wenn ein Titel schreibt with jemand, das heißt, der hat es ja gar nicht selber geschrieben, sondern der Michael Ray hat es geschrieben. Punkt A. Punkt B, wenn jemand sich jetzt sozusagen gezwungen oder bemüßigt sieht, seinen Titel auf seinen Buchtitel zu schreiben, das ist meistens, braucht man gar nicht lesen. Also so. Trotzdem wird er ernst genommen. Ja? Auf der rechten Seite ist das Buch Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Also, wir schreiben die Geschichte von morgen schon. So, das muss man einfach, diese Heilserwartung, durchdringt immer. Ray Kurzweil, müssen Sie beobachten, er fing an, und hier nochmal auf die Sprache achten, Startschuss war 2000 mit diesem Buch, When Computers Exceed Human Intelligence, The Age of Spiritual Machines. Okay, dann kam das nächste Buch, The Singularity is Near. Ja? Und dann kam als letztes 2010, Nine Steps to Living Well Forever. Okay, Transcend. Es wird immer cooler, ja. Und so. Der hat auch jetzt diese Grafik entwickelt, Countdown to Singularity. Ich meine, markttechnisch ist das natürlich, marketingtechnisch ist das ja super, weil Countdown, wir sind es gewohnt von den Raketenstarts, 4, 5 und dann passiert irgendwas, ist ja super. Und hier hat man, das sind beide logarithmische Skalen aufgetragen, das ist die Zeit bis heute, also vor 10 hoch 10 Jahren ist Leben entstanden, also 10 Milliarden Jahren und dann die Zeit bis zum nächsten Ereignis. Also hier ist das Leben entstanden, dann sind die ersten Zellen, dann kamen Reptilien, Primaten, Menschen, dann Sprache,
Kunst, die erste Städte, Schrift, dann kam Stadtstaaten, Druck, industrielle Revolution, Telefon, Computer, Personal Computer. Und was merken Sie an diesem Grafik? Das ist natürlich eine gerade Linie, die irgendwann mal die Basislinie durchbricht. Was ist dieser Zeitpunkt? Die Singularität. Okay? So wird das uns nahegebracht. Sie sehen oben rechts dieses Bild, was ich Ihnen nochmal gezeigt habe, von den Evolutionen mit Technologie. Und die Idee ist, es entbehrt nicht einer gewissen, schon komisch, das ist, das, also es gibt die Amish-Leute, die Amish People in Amerika, und die weigern sich, in ihrem Privatleben neue technologische Errungenschaften zu verwenden. Und die Idee von Kurzweil ist, nachdem wir jetzt das alles haben, die Menschen, es können Menschen geben, also gewisse Renitenten, die das nicht wollen. Und die kann man halten in Reservate, so wie Amish-Leute. Und hier sieht man dann die Amish-Leute, die sehen dann auf der Straße, das SUV hat da ein bisschen Probleme durchzukommen. Aber das würden wir schon so ein bisschen sozusagen folkloristisch, würden wir so Dörfer haben, wo die Menschen drinnen wohnen. Und die würden man nennen dann humanisch, human-Amish. Das ist ein, ich glaube, Kofferwort heißt das. Also das wäre die Idee für die Renitenten. So. Ich habe für die, die es interessiert, einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Cato. Ich glaube, es ist Oktoberheft zu diesen Themen geschrieben. Können Sie da beziehen? Kann ich auch dir geben, Martin. Das ist, falls Sie da, das ist alles dann geschrieben. Okay. Das ist jetzt die Vorstellung. Jetzt kommen wir zu den Tatsachen. Wir verstehen nichts, so gut wie nichts, wie unser Gehirn funktioniert. Wir verstehen nichts drüber. Wir, zum Beispiel nehmen wir jetzt Erinnerungen. Wir wissen nicht, was Erinnerungen sind. Kurzzeit vielleicht schon, also Short-Term Memory, so wenn man eine Telefonnummer sich merkt, das kann man sich vorstellen, dass es dann neurale Circuits gibt, also Kreisläufe, wo das herumläuft, ein bisschen so elektrophysiochemisch. Aber zum Beispiel, was ist, wenn ich mich erinnere als 80-Jähriger, wie meine Mutter gerochen hat? Was ist das? Wo ist das nun gespeichert? Das wissen, wir haben keine Ahnung, was es ist. Wir haben keine Ahnung, wo es gespeichert ist. Zum Beispiel, man könnte, es gibt ja verschiedene Versuche, oder wir wissen aus der Beobachtung von Menschen, die Tumoren im Gehirn gehabt haben oder Schlaganfälle oder Unfälle, haben wir im Prinzip das ganze Gehirn sehr gut kartografiert. Also wir wissen, dass hier unten die Sehrinde ist. Also wenn dieses Teil des Gehirns beschädigt wird, können wir nicht mehr sehen. Wir wissen, dass die rechte Seite für die linke Seite Körperhälfte und umgekehrt. Wir wissen, wo die Motorik gesteuert wird. Das wissen wir schon. Aber wir wissen nicht, wo Bewusstsein oder wo Erinnerungen gespeichert werden. Man könnte einen Versuch machen. Ich könnte mit dir, Martin, zum Beispiel folgenden Versuch machen. Ich nehme die rechte Gehirnhälfte raus. Und dann würdest du bestimmte Sachen nicht machen können. Du hattest vielleicht eine Sprachstörung. Ich glaube, das Sprachzentrum ist links, aber ist egal. So. Aber du würdest nicht die Hälfte dessen, was du immer wusstest, vergessen haben, sondern du würdest vielleicht Schwierigkeiten haben, bestimmte Gedächtnisse aufzurufen, aber du hättest im Prinzip nichts vergessen. Also sind die Erinnerungen nicht in der Hälfte, nicht vollständig zumindest. Okay, dann mache ich den Versuch, ich setze Martin Lohmanns Gehirnhälfte wieder rein und nehme die andere Gehirnhälfte raus. Und das habe ich dasselbe Ergebnis. Also, waren die in der einen Hälfte? Na, waren sie in der anderen Hälfte? Wo waren die denn? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo Bewusstsein, was Bewusstsein ist. Wir wissen nicht, wo das Bewusstsein lokalisiert ist. Also, es gibt natürlich die heute neurologische Forschung ist streng materialistisch, wie die Wissenschaft insgesamt. Und die geht davon aus, dass das Gehirn Bewusstsein produziert, so wie die Leber Galle. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhalt. Es könnte sein, muss nicht sein.
Es könnte sein, dass das Gehirn ein Empfänger ist. Also wenn ich jetzt ein Radio habe und ich ziehe den Stecker, dann kommt keine Musik raus aus dem Radio. Aber es ist nicht so, dass ein Sinfonieorchester in Miniatur in einem Radio drin war. Aber natürlich, weil man an diese Forschung herangeht mit bestimmten Satz an Prämissen, die nicht überschritten werden darf, wird man nur Antworten zulassen, die innerhalb dieser Prämissen sich befinden. Das macht diese Forschung sehr schwierig. Also man nennt das Mind-Brain-Problem. Es gibt bestimmte schwierige Probleme. Man nennt die tatsächlich the hard problems. Okay, the hard problems. Und eine dieser hard problems, also zum Beispiel die Schwerekraft, was ist die Natur ist, das ist auch ein hard problem. Und ein weiteres hard problem ist, was ist brain und mind? Kommt mind nur aus dem brain? Also Bewusstsein nur aus dem Gehirn oder sind das getrennte Sachen oder vielleicht miteinander verbunden oder das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ist nur das Gehirn für das Bewusstsein verantwortlich oder vielleicht das ganze zentrale Nervensystem oder vielleicht das ganze Nervensystem, auch das autonome Nervensystem. Es gibt zum Beispiel anekdotische Berichte, ich will sie jetzt nicht überbewerten, aber ich will nicht verleugnen, dass es die gibt, dass nach einer Herztransplantation der Empfänger bestimmte Charaktereigenschaften des Spenders übernimmt. Das kann man nicht sehr bewerten, ich will das hier wirklich nicht, aber es ist eindeutig so, dass das Herz auch ein eigenes Nervensystem hat. Das Herz ist mit dem autonomen Nervensystem über das Vagal, also dieser, glaube ich, Nervus vagus heißt es auf Latein, und wenn man diesen Nerv durchschneidet, hört das Herz nicht aufzuschlagen, sondern schlägt weiter. Wir haben im Darm fast genauso viel Nervenzellen wie im Gehirn. Wir wissen das alles nicht. Ich will das jetzt, die Idee aber auf jeden Fall, was falsch ist, das kann ich schon mit Sicherheit sagen, die wir hatten aus unserer Kindheit und die im Prinzip eine Art Leitbild war. Ich kann mich erinnern, als wir Kinder haben wir diese Comicbooks gelesen und da war immer der Homunculus, also der Mann, oben im Kopf saß ein kleines Männchen und guckte dann mit einer Brille aus den Augen heraus und hatte so und fuhr so. Aber diese Homunculus-Idee, das ist im Prinzip unsere Working Hypothesis, das muss man sich vorstellen. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja? Also das heißt, weil das so ist, man nennt das Phenomenological Turn. Also man versucht jetzt ein bisschen aus der Sache herauszukommen und man sagt, ja, das Bewusstsein ist nicht entscheidend, sondern allein die Rechenkraft. Okay, Intelligenz, also dann kommen wir wieder auf künstliche Intelligenz, im Sinne von Rechenkraft, allein die ist entscheidend. Und ist die nur hoch genug? Und ist die Simulation so gut, dass die Simulation im Prinzip so gut ist, dass die nicht mehr zu unterscheiden ist von dem Echten? Also Alan Turing ist der Vater der Computertechnologie, ein Genie, hat in England die ganzen deutschen Codes geknackt, im Zweiten Weltkrieg hat den ersten Computer gebaut, ENIAC. Und der hat einen Test damals entwickelt und er hat gesagt, dieser Turing-Test nennt sich das. Und ich sitze an einer Mauer. Ich sitze an einem Tisch und da ist so ein Screen, so eine Art Absperrung. Und da ist irgendwas auf der anderen Seite der Absperrung. Und ich fange an, mit diesem zu sprechen. Und wenn ich dann ein Gespräch führen kann, längeres Gespräch, und nicht mehr wissen kann, ob das ein Mensch ist oder eine Maschine, dann ist der Mensch wie die Maschine. Oder die Maschine wie der Mensch, besser gesagt. Das ist sozusagen dieser Turing-Test. Und das ist das, was gemeint ist. Ist die Simulierung nur echt genug, dann ist die ein Simulacrum. Ja? So versucht man rauszukommen. Das wird nicht passieren. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Das ist bereits dieser Mann, Hubert Dreyfus, der hat das bereits 1979 in diesem Buch What Computers Can't Do auseinandergenommen. Und der ist damals von Marvin Minsky. Marvin Minsky war damals der Papst der künstlichen Intelligenz, der war auch der Berater von 2001 A Space Odyssey von Stanley Kubrick.
Also das kommt von Marvin Minsky, und der Marvin Minsky war total, der ist ja ein Wrecker, so der Dreyfus. Wie kann er das sagen? Und so, das 76, inzwischen haben all die Sachen, die Dreyfus da aufgelistet hat, sind eingetreten. Und ich will, dieser Mann, das ist ein neueres Buch, The Tides of Mind, das ist David Gelernter. Der ist ein Professor für Computerwissenschaft und letztlich ein Universalgelehrter, muss man sagen, von der Yale-Universität. Und der hat sich jetzt in neueren Zeiten mit diesen Fragen befasst. Und der hat zum Beispiel, das ist so, am Ende seines Buches gibt es so eine Art Resümee oder Fazit, ja. Und da, hier sind ein paar so Schlüsselsätze aus diesem Fazit. Zum Beispiel, Being is not computable. Das Sein kann nicht berechnet werden. Zweitens sagt er, Software cannot yield building, being as its result. Aus Software kann nie Sein als Ergebnis herauskommen. Niemals. Der sagt, Being presupposes a physical object in some state. Das Sein setzt ein physikalisches Objekt in einem bestimmten Zustand voraus. Das heißt, es kann nie allein aus den Daten heraus resultieren. Niemals. Grundsätzlich nicht. Der sagt, thinking about things as a process yielding a result or outcome, an action, is in many cases computable. Ich habe das so übersetzt, das Überlegen als Prozess, der zu einem Ergebnis oder Handlung führt, lässt sich in vielen Fällen berechnen. Und da ist sozusagen das Reich der künstlichen Intelligenz. Und das versuchen wir in der Medizin nachzubilden. Dass wir eine Sammlung von Symptomen haben und vielleicht Vorbefunden und dass der Arzt 3 oder 4 Optionen vorgeschlagen bekommt, was das sein könnte. Das ist möglich. Aber der Rechner hat kein Bewusstsein von dem, was es tut. Es simuliert es. Aber es kann natürlich, weil es unheimliche große Mengen an Daten gleichzeitig prozessieren kann, sehr hilfreich sein. Oder der sagt, das ist ein ganz wichtiger Satz. A mind entails thinking about and being. Also zum Geist, zum Verstand gehört sowohl das Überlegen als auch das Sein. Das heißt, das, was wir als menschliches Geist, das ist ein physikalisches, ohne ein Substrat, nicht möglich. Und nicht nur ein bisschen nicht möglich, sondern grundsätzlich nicht möglich. Und dieses Substrat fehlt in diesen ganzen Theorien, die ich Ihnen gezeigt habe, vollkommen. Ja? Und er sagt, Computationalism, und das ist diese Computergläubigkeit, therefore is wrong. The analogy that likens the mind to software and the brain to a digital computer is deeply misleading. Also die Computergläubigkeit ist falsch. Die ist falsch. Die Vorstellung, dass der Verstand wie Software und das Gehirn wie ein Rechner funktioniert, ist stark irreführend. Okay. Ich habe Ihnen diese ganze Heilsversprechung gezeigt und ich habe Ihnen die Wirklichkeit gezeigt. Man muss sich fragen, wie kommt das zusammen? Der Grund ist, die Lösung ist, der Transhumanismus ist eine neue Religion. Okay? Die ist eine Wissenschaftsreligion. Gilbert Chesterton hat gesagt, der erste Effekt, wenn man nicht an Gott glaubt, ist, dass man nicht an nichts glaubt, sondern man glaubt an alles Mögliche. Ja? Und hier haben wir die Auswirkung, es ist im Bereich der Religionen anzusiedeln, nicht im Bereich der Wissenschaft. Es kleidet sich in einer wissenschaftlichen Sprache, sondern in einer Religion. Es gibt weitere Wissenschaftsreligionen, zum Beispiel der Ökologismus ist eine Wissenschaftsreligion. Und viele Leute sagen, das sind Pseudoreligionen. Nein, nein, die sind echte Religionen. Die sind richtige Religionen und richtig jakobinische Religionen. Also die werden mit Eifer vertreten. Ja? Zum Beispiel mit den Teilbereichen Veganismus, Klimahysterie, Tierschutzextremismus, Überbevölkerungsmythos, das ist ein Mythos nämlich, das ist ein Wissenschaftsreligion, oder der Ökonomismus zum Beispiel, es gibt eine klassische Variante, das ist diese Neokon-Variante oder die Marxismus. Marxismus ist eine Ökoreligion, auch der starke Neoliberalismus ist ökonomische Religion. Oder was wir auch kennen, der Strukturalismus mit dem Postmodernismus, das ist auch eine Religion. Genderismus
ist eine Religion. Und deshalb ist es sehr schwierig natürlich, die benutzen wissenschaftliche Wörter, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das sind reine religiöse Bewegungen. Wie gefährlich ist es? Man könnte sagen, boah, das ist ein Popanz. Nein. Die Gefährlichkeit einer Idee, das hat Stefan Reeder von der Tagespost gesagt auf einer Tagung in Berlin vor 2 Jahren. Da hat gesagt, die Gefährlichkeit einer Idee bemisst sich nicht daran, wie realistisch sie ist, sondern allein danach, wie weit ihre Anhänger für deren Verwirklichung zu gehen bereit sind. Und wenn man zum Beispiel den Kommunismus sich anguckt in Russland, wie funktionierte das? Es wäre ja so, Lenin kam an die Macht. Und dann hat er gesagt, okay, wir wollen das so machen. Wir wollen die proletarische Revolution in den Städten und das Land, also die Bauern haben die Funktion, für die Revolution ihre Ernten abzugeben. Und die Bauern haben zunächst mal die russische Revolution stark unterstützt, weil die Leibeigenschaft lag nicht sehr lange zurück. Die haben erst mal ihr Land bekommen, so haben sie das gedacht. Also kamen die Soldaten, haben gesagt, Bauern für die Revolution, Ernte. Die Bauern haben gesagt, super, unterstützt mich. Wenn ihr uns bezahlt, kriegt ihr die Ernte. Und dann haben die Soldaten gesagt, nee, wir wollen aber nicht bezahlen. Und dann haben die Soldaten die Ernte konfisziert. Im nächsten Jahr kamen die Soldaten wieder. Und die Bauern hatten die Ernte versteckt. Also haben sie ein paar Bauern erschossen, ein paar weitere gefoltert, haben die Ernte gefunden, genommen. Im nächsten Jahr kamen die Soldaten wieder und die Bauern haben die Ernte verbrannt. So. Und das führte letztlich dazu, dass in der Ukraine in den 30er Jahren es eine Hungersnot gab, Holodomor nennt man das, wo ich glaube 4 bis 5 Millionen Menschen gestorben sind. Was völlig unbekannt war, wo jetzt nur, glaube ich, 2 oder 3 Fotos existiert, was erst 1993 durch Michael Gorbatschow überhaupt zugegeben wurde. Und ich will nur sagen, die Idee oder die Vorstellung, die wir haben, das können wir ignorieren, das wird zu nichts führen. Das ist, nein, wenn die Leute mit diesen Sachen, und wir sehen es in vielen Bereichen, in der Energie, in der Geldwirtschaft, aber auch hier, an einem Irrglauben glauben, aber das ist eine Religion, die wirklich, also wirklich wie die Jakobiner verteidigt werden. Das macht die Tatsache, dass die Sache nicht machbar ist, macht sie nicht weniger gefährlich, sondern macht sie noch gefährlicher. Weil das Ergebnis, was man sich verspricht, nicht eintreten kann. Also wird man die Anstrengungen verdoppeln und nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Der Kommunismus hat ja nicht aufgehört, weil man Einsicht gewonnen hat. Der hat aufgehört, weil er letztlich gegen die Wand fuhr. Und hat 100 Millionen Menschen mindestens das Leben gekostet weltweit, hat nirgendwo funktioniert und heute erleben wir, dass die Idee immer noch auflebt. So, und der Transhumanismus oder dieser künstliche Intelligenz, und damit meine ich nicht die künstliche Intelligenz, wie sie ihre richtige und wichtige berechtigte Rolle hat, sondern die künstliche Intelligenz in dieser überhöhten Form. Und ich habe den Eindruck, dass das, was uns serviert wird, die Tatsache, dass die nicht funktionieren kann, macht sie nicht weniger gefährlich, sondern macht sie brandgefährlich. Und wir müssen eine Aufmerksamkeit haben für diese Sachen. Es gibt 2 Schlüsselbücher, die haben von ihrer Relevanz nichts verloren. Eine haben wir schon besprochen, das andere ist George Orwell, 1984. Es gibt im Prinzip 2 Varianten des Totalitarismus, der auf uns zukommt. Es gibt die weiche Variante, das ist Brave New World. Also die Medikamente, die Massenunterhaltung, die Pornografie, all diese Sachen. Ja. Das ist die weiche und dann gibt es die harte Variante. Und die, erstmal fängt man meistens genauso wie, wenn überhaupt die Mafia mit einem spricht, erstmal wollen sie einfach so. Aber wenn man das nicht macht, dann kommt die harte Variante. Die harte Variante ist natürlich die Repression, Gulag, Lager, Strafe, so. Und was wir merken heute, ist eine Vermengung dieser beiden Sachen. Und hier spielt die Technologie eine ganz wichtige Rolle. Eine andere Sache ist, zum Beispiel, ich will damit jetzt schließen,
oder bald wird. Früher, oder bis vor wenigen Jahren, muss man sagen, haben wir den Mensch verstanden als Teil der Natur. Und es gab so eine Art Wippe, so eine Bilanz. Also der Mensch, Menschenrechte, Tierrechte, Rechte der Natur. Und man sagte, das muss im Gleichgewicht bleiben. Was wir jetzt aber beobachten, ist zum Beispiel, dass die Rechte, die Tierrechte, die Ökorechte und so weit wichtiger erachtet werden. Und hier kommt die Technologie auch, ist alles mit in dieser Sache. Und der Mensch wird zunehmend gesehen als ein Betriebsunfall der Natur. Wir müssen ihn wegkriegen. Wir müssen ihn wegkriegen. Wie kriegen wir ihn weg? Wir kriegen ihn weg durch die Chimärbildung. Wir kriegen ihn weg durch die Maschinen. Wir kriegen ihn weg durch die starke Bevölkerungskontrolle. So kriegen wir ihn weg. Und dann haben wir die Erde von diesem Krebs geheilt. So, das klingt extrem, ist aber es gibt Extinction Rebellion. Warum heißt es Extinction Rebellion? Birth Strike in England. Keine Kinder mehr haben. All diese Sachen gibt es. Ja? Und da muss man halt diese ganzen Sachen sehen. Hier haben wir den Menschen, ich nenne das die Kontinuität der Deformierung. Also wir wollen aufsteigen und so werden wie die Götter. Das ist der Transhumanismus. Und wenn uns das nicht gelingt, wollen wir nur noch Tier sein. Verstehen Sie? Das sind ganz düstere, archaische Gedanken, die hier wieder aufkommen. Und die haben nur mit der Technologie oberflächlich was zu tun. Das sind religiöse Bewegungen, die in technologische Sprache verkleidet werden. Ich möchte damit enden, das habe ich von Martin aus seinem Vortrag. Das ist aus dem Lexikon der christlichen Demokratie. Das jüdisch-christliche Verständnis der Menschen steht in einem dialektischen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite die kreatürliche Begrenztheit. Die Begrenztheit ist ganz wichtig für uns, ja. Des Menschen und die geförderte Selbstbeschneidung des Nicht-wie-Gott-Sein-Wollens. Und das haben wir mit diesen ganzen Sachen vergessen. Und das wollte ich Ihnen heute anhand dieser zwei Beispiele aufzeichnen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank.